So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Wieder mit mir, dem Manuel, und ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Nachdem wir uns ein Pikachu gefangen haben. Und ich freue mich immer noch übelst drüber. Ja, Pikachu, das Pokémon der Pokémon. Geiler geht es nicht. Aber ja, heute, was werden wir heute machen? Vielleicht wird uns der Typ hier sagen. Nein, sagt er uns nicht. Okay. Hi. Okay. Hallo. Ja, super. Was sagt seine Alte? Ja, super. War das solche Lachtaschen? Topschutz? Was ist das für eine Statue? Hallo? Gehen wir mal zurück. Und ich glaube, wir müssen... Gibt es hier eine Arena? Nein. Das ist der Hafen. Arena gibt es nicht. Okay. Dann... Sagt uns der hier sicher, was wir zu tun haben. Hey, du da! Komm bloß nicht in die Nähe der Höhle in der Bucht. Warum nicht? Das geht dich nichts an. Ich bin ein Erwachsener, also gehorche. Genau das werden wir tun. Dim, 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 dim. Was habt ihr zwei Nasen mehr zu sagen? Hehehe, heute haben wir noch mehr Beute in unser Versteck gebracht. Wer bist du denn? Ich habe mit mir selbst gesprochen. Ich bin nur ein Rüpel. Ich weiß nicht, was unser Boss so vorhat. Aber als Mitglied von Team Aqua habe ich die Möglichkeit, große Dinge zu tun. Wer bist du denn? Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Opi? Kennst du diese besondere Höhle in der Bucht? Das ist eine natürliche Formation, aber Team Aqua kam und hat das Aussehen verändert. Sie nennen sich selbst naturliebendes Team Aqua. Aber was sie sagen und was sie tun, passt überhaupt nicht zusammen. Mal schauen, was in der Hütte ist. Ein fetter Typ. Huch, was, wie? Ich bin noch nicht ganz wach. Hier, das kannst du haben. TM45. Gen. Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Schlafe und erhole dich. Ich hab so... Vermutungen. Erholung. Dumm nur, dass unser Pokémon nachher pennt. Aber wir können ihm ja eine Maronenbeere geben, dann ist das Ganze nicht nur halb so wild. Ich wusste, dass es hier was liegt. Es ist mein Instinkt, der weiß, wo so Sachen liegen. Hier im seichten Wasser können wir umherlatschen. Wo ist denn die... Hier, Walmer, springt aus dem Wasser. Hey, was willst du? Du störst uns beim Training. Also würde ich vorschlagen, du verschwindest. Ah, ich sehe da was. Ja, los, Garados. Da wollen wir rein. Aquas Versteck. Was, wie? Du bist einer von Team Magma? Ich habe gehört, dass Team Magma versucht, ein großartiges Pokémon in seinem Versteck aufzuwecken. Aber wo ist das Versteck wohl? Was, wie? Schlotberg? Müssen wir etwa da nochmal zurück? Oder, warte, ich lese mir jetzt das nochmal genau durch. Was, wie? Bist du einer von den Team Magma-Rüpeln? Ich habe gehört, dass Team Magma am Schlotberg nach einem unglaublichen Pokémon sucht. Was ist es wohl für ein Pokémon? Am Schlotberg, alles klar. Weil hier kommen wir nicht mehr weiter. Es gibt einen Ausweg aus dieser Bucht und der wird versperrt von diesem Walmer. Von diesem fetten, hässlichen Walmer. Und, am Schlotberg, alles klar. Wir werden jetzt mal schauen, ob ich hier irgendwie sonst rauskomme. Ansonsten fliegen wir kurz zum Schlotberg und schauen da mal nach dem rechten. Flucht.
Nee, hier geht's nicht raus. Kannst du knicken. Dann, meine lieben Freunde, geht's ab zum Schlotberg. Ich guck nochmal, aber ich... Lady? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, sagen sie alle. Nee, wir schauen jetzt mal in der Werft hier vorbei oder im Hafen. Hi. Ich habe gehört, dass draußen auf dem Seeweg ein Turm sein soll. Er soll Himmelturm heißen. Ich habe einen großen Turm in der Nähe von Route 131 gesehen. Ist das der Himmelturm wahrscheinlich? Keine Ahnung, was mit dem Turm auf sich hat. Bitte? Es ist ein Schiff? Tut mir leid, aber die Fähre ist momentan nicht in Betrieb. Solange die Fähre noch nicht seetüchtig ist, haben wir Seeleute nichts zu tun. Ich wünschte, sie würden sich ein bisschen beeilen. Die Leute von der Werft von Graffport City. Lass mich mal kurz einen Poké nachgucken. Schlotberg, war das nicht der hier? Ja. Haha! Ich habe eine Idee. Ihr mögt euch vielleicht noch erinnern. Ich zeig's euch direkt. Ab nach Bad Lavastadt. Erst muss ich noch was checken. Und zwar kann eines unserer Pokémon Stärke. Die einen mögen sich vielleicht noch erinnern. Wir haben ja gesagt, jedes Pokémon soll eine VM können. Also Schwalbers kann fliegen, Vibrava kann Zertrümmerer, Gyarados kann Zerschneider, Gyarados kann Surfer. Dann lernt Pikachu jetzt Stärke. Doppelteam. Dafür vergessen. Pikachu Doppelteam vergessen und Pikachu lernt Stärke. So. Vielleicht mögen sich die einen noch... Ja, Fettsack drückt mich halt gegen die Wand. Oh, haben wir ganz vergessen. Nugget. Ich weiß nicht mehr, wo das genau steckt, das, was ich, nachdem ich suche, aber ich... Die sind nicht... Ich fahre jetzt mal kurz nach oben, aber ich glaube, die sind unten im Berg drinne, nicht oben drauf. Ja, komm, los, schneller, hopp. Hopp, schneller, los, 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 los. Wir haben es zufällig eilig. Nö, hier ist niemand. Schauen wir mal kurz im alten Ort vorbei. Hier sind Leute, aber keine... Ist klar, so eine alte Omi, die hört auf jeden Fall so Hardcore-Rock-Musik. Das war Angriff ins Klo. Wie putzig! Wie putzig, Level 21. Süß. Na, komm. Mann. Nein. Komm schon, mach es platt. Mach es platt. Geht doch. Ich habe so ein bisschen, mag ich mich noch erinnern. Ich habe eine Idee, was es hier sein könnte, was die da machen. Aber ich will euch nicht spoilern. Ich sag jetzt einfach mal nichts. Ich halte jetzt einfach mal die Fresse. Weil, wenn ich daneben liege, seid ihr sonst. Habt ihr sonst Infos, die ihr noch nicht haben solltet. So, ein Flügelschlag sollte wohl genügen. Außer es gibt. Was macht ein Mogelhieb? Wir schauen jetzt bei der Maschine dort, wo wir waren, ob da jemand steht oder nicht. Ich tippe mal eher weniger, weil hier oben ansonsten hier so Rüpel rumlatschen würden. Ja, Waldrut oder Waldraut. Nein! Ich komme hier garantiert nicht mehr vorbei. Kannst du knicken? Die da rechts sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwas im Arsch.
Nö, gut, hier oben ist niemand. Ah, warte. Wir haben doch letztens hier beim Abstieg einen... Oh, da fällt der geht auf das Magma-Emblem. Aha, ich wusste es doch. Wir haben doch hier so einen Kollegen gesehen, der hier am Berg rumgetüftelt hat. Magmas Versteck. Georock. Oder Geo. Ja, doch, Georock. Oh, Level 32. Alter Schwede. Wegkämpfen. Das ist ein super duper Training. Komm schon. Surfer. Alter Schwede sind die stark. Ein Georock kann sich übrigens nochmal entwickeln. Allerdings nur, wenn man es tauscht. Sprich, hier auf dem Emulator kann sie knicken. Ja, los Pikachu. Ah. Ein Kurtel. Damals ging die Feuerarena-Leiterin mit... Wer ist natürlich mit dem Gyarados? Das Surfer könnte viel, viel einfacher gegangen. Ah, super. Ach, stimmt, wir wollten ja Gyarados eigentlich dieses Schutzband geben. Kidding me. Damit es uns vor wilden Pokémon ein bisschen beschützen kann. Komm schon, Tackle und aus die Maus. So, wir wechseln einmal das Item. Nein, 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 nein. Da Items und das wäre Schutzband geben. Zauberwasser. Also, ja, sie sollen ausgetauscht werden. So, jetzt haben wir vielleicht weniger nervige Kumpanen. Da steht doch auch schon so ein Vogel. Ah, da hat sich dann doch noch ein Pokémon durchgeschlichen, und zwar ein kleines, winziges Kleinstein. Ein großes, riesiges Kleinstein wäre auch falsch gewesen. Das ist ein kleines, winziges Kleinstein. Das wäre ja kein Kleinstein, sondern ein Großstein. Aber gegen Team Magma werden wir mit Gyarados antreten müssen. Weil die Magma Feuer-Pokémon auch einsetzt. Unser Boss hat uns gesagt, wir sollen im Schlotberg Grabungen durchführen. Daher haben wir gegraben und gegraben. Und dann haben wir etwas gefunden, das uns den Atem verschlug. Was das war? Haha, das verrate ich dir, wenn du mich besiegst. Na gut, du kannst es so gut wie sagen, mein Freund. Ein Pfiffchen. Das ist unserem Gyarados jetzt schutzlos ausgeliefert. Weil ich mir die Surfer-APs einsparen will, oder einteilen will, machen wir jetzt einmal eine Drachenwut. Zwei Drachenwut auf Pfiffchen sollten eigentlich genügen. Schnüffler. Ja, schnüffle du. Wir machen einfach nochmal eine Drachenwut, dann ist Schluss. Ist hier Ende im Gelände. Besiegt. Okay, sag an. Treffer versenkt. Sag, ich verrate es dir trotzdem nicht. Du wirst es schon herausfinden, wenn du dorthin gehst. Schließlich darf man sich nicht jeder überraschen nehmen lassen. Ja, super. Lol. Was sind das für komische Apparaturen? Ich gehe einfach nochmal hier hoch. Hier ist nichts. Vielleicht komme ich damit einen Kunstrad hoch. Probieren wir es.
Ne. Upp, keine Chance. Dann rennen wir halt hier lang. Magmas Versteck. Nein, ich will doch nur gegen die Typen kämpfen. Gurtel, was hast du dagegen? Die machen hier euch Feuer unterm Arsch. Und du hältst mich davon auf, die zu besiegen. Schäme dich, Gurtel. Stopp! Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass ich dich einfach so vorbeigehen lasse. So. Herausforderung von Team Magma Rüpel. Come out. Wird von Team Magma Rüpel in den Kampf geschickt. So, ein typischer Surfer-Kandidat. So, was sagst du zu dieser Superwelle? Bist wohl kein Surfer, hä? Drum, tsch. So. Pikachu dürfte jetzt doch mal Level up werden, ne? Milady? Was, wie, wer? Nur Mitglieder von Team Magma dürfen hier sein, aber du hast keine Uniform von Team Magma an. Du erregst Verdacht. Kämpf mit mir! So, was hat denn die Zuckerschnute auf Lager? Ein Magnarien. Da würde ich sagen, pfeffer wir ihm eine Drachenwut hin. So, jetzt können wir uns gegenseitig bedrohen. Ist ja super. Drachenwut. Angeberei. Ja, Angriff von Gardas steigt stark. Oh ne. Aber ich bin verwirrt. Mist. So, komm, greif an. Bitte, 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 bitte. Yes. Und du bist Geschichte, Magnarien. Goodbye. Pikachu erreicht Level 26. Ich wollte doch gerade sagen. Versucht Donnerblitz zu lernen. Gut haben wir es ihm nicht beigebracht. Sonst wäre die TM umsonst gewesen. Also, das ist... Boah, 95 Damage. Den Ruckzuck-Hieb könnten wir, denke ich, ab und zu mal noch gebrauchen. Die Donnerwelle auch. Das... Wir brauchen eigentlich alles, ne? Machen wir die Dönerwelle weg. Donnerwelle. Wer weiß... Wer jetzt weiß, woher ich den Spruch Dönerwelle hab, der ist awesome. Mein stolzes Mitglied von Team Magma. Tja. Pech, würde ich sagen. Ich wollte jetzt schauen, wo der durchläuft. Oh, oh, ein Eindringling. Ich mache hier alle kalt, ne? Also ich mache hier alle unschädlich. Ich kämpfe gegen alle, auch wenn es hier zum Beispiel nicht nötig gewesen wäre. Pupanze. Los, Gyarados. Aber es ist schon spannend. Also die Story nimmt gerade echt Fahrt auf. Was hier alles im Schlobberg passiert. Wir waren hier schon mal, müssen jetzt hier nochmal zurückkommen. Und. Also ich finde die Story von Pokémon Smaragd Edition echt geil. Also es gab selten eine bessere... Oder ich mag mich nicht erinnern, dass es eine bessere Story in Pokémon gab, als hier in Pokémon Smaragd. Klar, hier streiten sich die Geister, aber... Ich habe auch die neuesten zwei Pokémon-Editionen noch nicht gespielt, also X und Y, Weiß und das andere. Habe ich noch nicht gespielt. Kann ja sein, dass die vielleicht auch gut sind und besser sind. Aber ja, ich weiß es nicht. So, Kollege. Ha, aha, ein Eindringling. So, der Eindringling versohlt dir erstmal schön den Hintern. Auch Pupanze und wetten, danach kommt ein Kamau.
Schade ist gerade, dass das einzige Pokémon, was eine Wasserattacke auf dem Kasten hat, ist ein bisschen doof. Volltreffer. Panzer wurde besiegt. Gyarados erreicht Level 29. Sehr schön. Ein Zubat. Okay. Gyarados hat irgendwas gefunden. Wir könnten hier Vibrava einsetzen. Das machen wir auch. Los, Vibrava. So, mach Felsgrab. Und dann sollte eigentlich dieses Zubat Geschichte sein. So, wurde besiegt. Wie bravo. Erhält Erfahrungspunkte. Gra. So, etwas werde ich jetzt noch kurz nachschauen. Habe ich irgendwie AP Plus oder so? KP Plus? Nein. Top Äther. Den könnten wir eigentlich auch mal verkaufen. KP plus Lachsrauch. Nein, haben wir nicht. Mist. Egal, weil sonst hätten wir die AP von Gyarados Attacken ein bisschen höher machen können. Das ist der reinste Irrgarten hier. Oben, irgendwie nach oben oder nach rechts. Rechts. Ich weiß, der Part ist schon 20 Minuten lang. Ich werde jetzt, denke ich, ab jetzt so 20 Minuten, halbe Stunde Part machen, je nachdem, wie ich Lust drauf habe. Dann habt ihr auch eine Weile zu gucken. Nein, flucht. Ich hoffe, dass es euch nicht stört. Oh, Doppelkampf. Ich habe nichts gegen dich, aber ich habe meine Befehle. Ich hasse Hitze. Ich hätte mich lieber bei Team Aqua anschließen sollen. Sorry für die Soundlags, aber ich rendere im Hintergrund. Ich dachte, Pokémon bräuchte nicht so viel Hardware. Aber naja. Gyarados, los. So. Können wir uns wieder gegenseitig bedrohen. Ich finde es so köstlich. Gyarados auch noch. Super. Jetzt sind wir alle bedroht, jetzt fühlen wir uns alle ängstlich, gehen wieder nach Hause, stecken Schnuller in den Mund und machen uns in die Hosen. Aber erst müssen wir Magnai noch killen und Kamaup direkt dazu. So, bye bye Kamaup. Oh, Magnaien lässt nicht locker. Aber schreckt zurück. Wir machen einen Biss und eine Kratzfurie. Attacke geht natürlich daneben. Wie könnte es auch anders ausschauen? Schreckst du nochmal zurück? Nee, es setzt Angeberei ein. Auf wen? Auf Gyarados. Und dadurch sieht Gyarados nur noch Vögel. Es hat einen Vogel. Der war auch nicht viel besser, ne? Egal. So, besiegt. Team Magmarübel und Team Magmarübel sind besiegt. Ich mag vielleicht verloren haben, aber... Nichts aber. Ich bin tatsächlich nicht geschaffen für Team Magma. Oh, ich muss mich nochmal kurz muten, weil Hustenattacke. Was hast denn du für ein Item gefunden? Schutz? Wir setzen Vibrava vorne ran. Ich will Vibrava eigentlich gerne trainieren. Wir sind hier hintergelaufen, nur für ein Pokéball. Seems Legend.
Top-Genesung. Und wetten, der andere Weg ist für den anderen Ball. Kann ich hier was machen? Ich wollte nur das Ding anschauen. Ein Kleinstein bewacht es. Dieses Kleinstein ist viel besser als die ganzen anderen Vögel von Team Magma. Es bekämpft Eindringlinge. Oder versucht es zumindest. Bis die Eindringlinge flüchten. Ja. Super. Also hier geht es zum anderen Pokéball. Oh, ups. Egal. Dumm, die dumm. Du bist dumm, die dumm. Die Magma Zubats. So, Gardas, los. Pfeffer ihm eine Drachenwut hin. Zeig ihm, wie wütend du bist. Sehr wütend. Biss. Und weg ist es. So, Team Magma Rüppel ist besiegt. Kann ich den auch auslassen? Ist klar. Das sieht mich Kilometer weiter. Eines unserer Mitglieder ist ausgerastet. Es hat sein Magma-Emblem verloren. Warte mal, du hast es doch nicht etwa gefunden? Oh doch. Das habe ich. Fifian wird von Team Magma-Rübel in den Kampf geschickt. Armes Fifian. Es wird einen schrecklichen Tod sterben. Durch die Wut eines Gyarados. Meines Gyarados, um genau zu sein. Ja, das ist Pikachu. Donnerblitz. Pikachu hat jetzt schon ordentlich was auf dem Kasten. Ja, Pikachu ist eigentlich ganz schön stark. Der Beutel ist voll. Dann machen wir den hier KP Plus für Pikachu. Und Geradax hat schon wieder was gefunden. Top Elixier gefunden. So, Geradax, was hast du gefunden? Bitte nichts Neues, sondern irgendwas, was ich stacken kann. Ja. Gut. Dann, werden wir erstmal noch von einem Pokémon angegriffen. Von einem Kleinstein, um genau zu sein. Da gehen wir noch weiter den rechten Weg. Aha, wir sind vom rechten Weg abgekommen. Na, ich muss irgendwann muss ich immer noch so Soundeffekte einbauen. Aber es ist mir momentan zu viel Aufwand. Also ich kenn's schon, aber der Aufwand, weiß nicht. Geht's weiter? Ich weiß nicht, es ist wie ein riesiges Labyrinth eigentlich. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Hoffen wir es. Sieht ziemlich falsch aus, wenn ihr mich fragt. Nein, ne? Erinnert ihr euch an den Pokéball vom Eingang? Ich glaube, wir sind gerade den Weg dahin gegangen. Ja. Ach komm, egal. Wenn wir schon mal hier sind, dann holen wir uns auch den Pokéball. Stimmt, da war einer vor. Wenn Team Magma zum Appell antritt, bekommen wir wichtige Aufgaben zugeteilt. Und zwar in der Reihenfolge, in der wir angetreten sind. Daher muss ich hier in der Ecke bleiben. Ich komme nämlich immer zu spät zum Appell. So. In der Folge besiegen wir noch diesen Typen und holen uns noch den Pokéball, den wir uns
so hart erkämpft haben. Und danach würde ich sagen, ist Schluss für heute. Weiß es. Konfusstrahl. Nein. Mist. Komm, bitte, beiß es trotzdem. Bitte, 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 bitte. Komm schon, beiß. Yes. Hättest du früher machen sollen. So, tackle, los. Bitte, komm, mach. Ja, du bist super, Garados. Du bist toll. Bestes Garados ever, ever, ever. Pikachu erreicht Level 27. Ich komme auch immer zu spät zum Training. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich gebe ein jämmerliches Mitglied ab. Tja. Das Leben ist hart. Wieso können mich diese Pokémon nicht einfach mal in Ruhe lassen? Kleinstein, verzieh dich! Mal ganz im Ernst. Ich will nur noch diesen Pokéball haben. So. Also, ein Sonderbonbon. Da ich das eh nie brauche. Müll. Können wir das Sonderbonbon aufnehmen und direkt Pikachu geben? Damit wir ein Level weniger leveln müssen. So, Pikachu, komm her. Da. Gut, dann würde ich aber sagen, war's das für diesen Part von Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Ist ein bisschen überlang geworden, aber was soll's. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und ein Kommi. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Manuel, haut rein. Bis dann, tschüssikowski.